Es ist so ein kaltes und feuchtes Frühjahr, das ist unglaublich. Und deswegen sind überall Schnecken unterwegs. Aber es gibt eine Sache, die richtig gut gegen Schnecken hilft. Kannst du mir mal den Joghurt geben? Ich glaube, du musst mir erstmal helfen, den aufzuessen. Wir brauchen nämlich eigentlich gar nicht den Joghurt, der in dem Becher drin ist, sondern wir brauchen den Becher selbst. Also wenn ihr solche großen Joghurtbecher übrig habt, dann hebt die auf jeden Fall auf, weil man Schnecken so richtig gut von den Gemüsepflanzen fernhalten kann. Das ist meiner Erfahrung nach wirklich die effektivste Methode, wenn man eine physikalische Barriere schafft, die die Gemüsepflänzchen schützt, solange sie noch klein sind. Von Schneckenkorn bin ich gar kein Freund, vor allem deswegen, weil es so viel effizientere und wirksamere Methoden gibt, die gleichzeitig auch noch schonend sind für die Schnecken und für die ganzen anderen Tiere, die in unseren Gärten leben. Seht ihr das? Hier hat der Joghurtbecher diesen Rand. Und stellt euch mal vor, ihr seid eine Schnecke und versucht hier dran hochzukriechen, dann ist spätestens hier an dem Rand Schluss. Außer ihr seid voll die durchtrainierte Powerweg-Schnecke. Aber die allermeisten Schnecken können diesen Rand hier nicht überwinden. Und das können wir uns zunutze machen. Das ist das gleiche Prinzip, nachdem auch Schneckenringe oder Schneckenkragen funktionieren. Die steckt man dann so ein bisschen in die Erde rein, so 5 cm, weil die Schnecken auch unterirdisch sonst zu den Jungpflänzchen reinkriechen könnten. Und damit sind die Schnecken zu 100% geschützt. Man muss dabei ein bisschen darauf achten, dass zum Beispiel keine andere Pflanze jetzt so an den Schneckenkragen dran wächst. Wenn diese Pflanze hier jetzt zum Beispiel so an den Schneckenkragen dran wachsen würde, dann könnten die Schnecken das als Brücke benutzen und unsere Jungpflänzchen trotzdem aufessen. Aber solange man das beachtet, haben die Schnecken keine Chance, an die Jungpflänzchen zu kommen. Und es gibt einige Jungpflänzchen, die sehr, sehr empfindlich sind, was Schneckenfraß angeht und die Schnecken super lecker finden. Das sind zum Beispiel die Salate und auch alle Kohlgemüse, wie zum Beispiel Kohlrabi, Weißkohl, Rotkohl und so weiter. Die sind so lecker für Schnecken, dass die in einer Nacht alle Jungpflänzchen abfressen können. Ich habe da hinten 2 Schneckenkragen zu wenig gehabt und innerhalb von einer Nacht waren genau diese beiden Pflänzchen abgefressen. Ihr solltet auch alle Gurken, Kürbis, Zucchini und Melonenpflänzchen immer mit einem Schneckenkragen schützen, bis die groß genug sind, um einen nächtlichen Schneckenbesuch zu überstehen. Deswegen schnappen wir uns jetzt einen Cutter und schneiden hier den Boden raus, damit wir das Ganze dann über die Jungpflänzchen drüber stülpen können. Tada! So sieht das dann aus. Und was auch ganz wichtig ist, diese Henkel hier, die müssen auch ab, weil die Schnecken natürlich sonst einfach hier so drauf rumkriechen können und dann nicht diesen Rand hier überwinden müssen. Die müssen wir also auch irgendwie abmachen. Ihr seht aber, der Unterschied ist schon ganz schön groß, ne? Also das hier lässt sich, wenn man eine durchtrainierte, riesen spanische Wegschnecke ist, schon leichter überwinden als das hier. Da haben die keine Chance. Die hier helfen richtig gut gegen kleine Schnecken. Aber wenn ihr richtig dicke Brummer in euren Gärten habt, dann kauft euch lieber die richtigen Schneckenkragen, weil dann helfen die nicht mehr so wirklich weiter. Wenn ihr die kauft, dann achtet darauf, dass die eine gute Qualität haben. Es gibt welche, die gehen super schnell kaputt. Die hier sind richtig schön fest und ich packe euch gerne einen Link in die Videobeschreibung, über die ihr die guten, stabilen Schneckenkragen kaufen könnt. Die hier, die habe ich jetzt schon 5, 6 Jahre und es ist kein Schaden dran. Man kann die richtig zusammendrücken, die sind richtig schön stabil. Das ist auch das erste Produkt in Fabians Shop. Den kennt ihr ja aus dem letzten oder vorletzten Video. Falls ihr das noch nicht geschaut habt, verlinke ich euch das gerne in der Videobeschreibung. Der hat gerade seinen Gartenshop aufgebaut und ich durfte mitentscheiden, welche Sachen mit in den Shop kommen. Und der Shop ist jetzt geöffnet. Wenn ihr auch so transparente Becher übrig habt, dann auch immer die Dinger abmachen hier. Und wenn die einen transparenten Deckel haben, dann könnt ihr die auch als Mini-Treibhaus verwenden. Ich habe jetzt hier auch einfach den Boden rausgeschnitten. Dann mache ich aber den Deckel jetzt drauf. Und hier habe ich frisch gepflanzten Kohl. Und da stülpe ich die jetzt einfach drüber. Das fungiert auch als Schneckenschutz. Aber ich habe eben auch den Deckel drauf, sodass es da drin auch noch ein bisschen wärmer wird. Tagsüber dann aber gerne mal lüften oder den Deckel abnehmen, bevor es den Pflänzchen da drin zu heiß wird. Aber gerade in kühlen Nächten oder wenn es jetzt so lange braucht, bis der Sommer richtig in Fahrt kommt, dann hilft es den Pflanzen, dass sie noch einen kleinen Wachstumsvorsprung bekommen. Ich habe noch 2 andere Schneckentipps für euch auf Lager, damit ihr eure Plage in den Griff bekommt. Was bei uns richtig gut hilft, auch wenn es ein bisschen nervig ist, ist, wenn man abends mit der Taschenlampe nochmal loszieht und im großen Eimer und so viele Schnecken einsammelt, wie man irgendwie findet im Garten und die ganz weit wegbringt. Wirklich weit wegbringt und nicht zum Nachbarn, sondern wir bringen die einfach
über die Straßenseite unten an den Fluss, sodass sie da weiterleben können. Wir sind nett zu unseren Schnecken. Und dann auch ganz wichtig, wenn ihr Schneckenprobleme habt, ich bin ja eigentlich ein Freund von wilden Gärten und natürlichen Gärten, aber wenn ihr das Gras um eure Beete drumherum schön kurz haltet, das ist jetzt schon relativ lang hier, dann kommen auch nicht so viele Schnecken in eure Beete, wie wenn das richtig hoch steht. Das muss man einfach sagen. Und einen dritten Tipp habe ich auch noch für euch. Wenn ihr Hühner habt, dann zäunt die so ein, dass sie immer neben den Beeten entlang laufen können. Natürlich dürfen die nicht in die Beete, höchstens im Winter mal. Das ist auch toll, wenn die da Schneckengelege dann wegfressen können. Aber das hilft bei uns richtig gut, dass die einfach immer um die Beete drumherum rotieren mit unseren Elektronetzen, sodass die alle Schnecken einsammeln, die hier irgendwie auf den Weg in unsere Beete sind. Ja, Schnecken können einem das Gärtnerleben schon echt vermiesen. Aber fast genauso nervig sind Blattläuse, oder? Also wenn ihr mit Blattläusen zu kämpfen habt, dann schaut gerne mal da drüben vorbei. Darüber habe ich nämlich auch schon mal ein Video gemacht. Da könnt ihr euch anschauen, was wirklich gegen Blattläuse hilft. Ansonsten geht raus, macht die Welt ein bisschen grüner, passt gut auf eure Gemüsepflänzchen auf und bastelt fleißig Schneckenkragen. Und wir sehen uns am Samstag wieder für ein neues Video. Tschüss!